Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ceratus 1 Unboxing. Heute zeige ich euch von Playmobil den Pickup Truck. Der kommt direkt aus den USA, habe ich dort bei Amazon im Online-Shop gekauft und habe umgerechnet 15 Euro dafür bezahlt, zusätzlich Versandkosten mit ca. 10 Euro, also war ich so bei 25, 30 Euro knapp. Hier die Rückseite mit dem riesigen, gigantischen Pickup-Truck und einer Figur. So, da seht ihr schon die Front vom Fahrzeug. Hier die Reifen, Felgen, das Dach und die Figur. Hier die Halter für die Reifen und eine kleine Heckklappe und noch die Aufkleber für die Nummernschilder und die Anleitung. Insgesamt 25 Teile. Also man muss nicht viel zusammenbauen. Ich denke, 10-15 Minuten seid ihr fertig, wenn ihr mal das Set haben solltet. So. Hier die Anleitung. Kleiner Prospekt. So, und die Halter für die Räder. So, die Reifen habe ich auf die Felgen montiert. Jetzt fehlen hier noch die Halter. Die werden hier aufgesteckt. So. Und dann hier gibt es solche Löcher in den Radkästen und hier werden die reingesteckt. So, und hier vorne noch. So, und das letzte Rad und fertig. Die sind auch etwas beweglich, wie ihr seht, also extra fürs Gelände passen sich die Räder an. Dann fehlen noch die Radkappen. So. Dann gibt es hier vorne so zwei Löcher, da werden dann die Kennzeichen aufgesteckt. Einmal vorne und einmal hier hinten. So, wenn wir schon hinten sind, dann befestige ich gleich die Heckklappe. Die wird hier unten eingesteckt. So. Dann gibt es hier noch solche, ja, so Träger, so eine Reling. Auf der anderen Seite auch. Und eine Anhängerkupplung. So, und das war's. Das Fahrzeug ist fertig. Zeige ich es euch mal. Hier nur mal zum Vergleich, damit ihr seht, wie riesig das Fahrzeug ist. Fast so hoch wie die Figur hier, die Motorhaube. Also sieht wirklich wunderschön aus. Hier die Scheinwerfer, der Kühlergrill, diese riesige Motorhaube. Hier von der Seite so ein Zierstreifen und hier ein Aufdruck 5615. Hier habt ihr einen Einfüllstutzen, könnt ihr dann mit dem Fahrzeug zur Tankstelle fahren. Hier, wie gesagt, die Heckklappe mit einer riesigen Ladefläche. Hier das Innere mit 4 Sitzplätzen. Hier seht ihr noch das Lenkrad. So, jetzt mache ich mal das Dach drauf. Ein wirklich mächtiges Fahrzeug. Zeige ich euch hier noch die Figur. Hat braune Haare,
eine Jacke, einen dunkelblauen Pullover und schwarze Hose und weiße Schuhe. So, und jetzt nur noch mal zum Vergleich stelle ich mal ein normales Fahrzeug daneben. Hier mein Sportwagen, den kennt ihr ja schon aus verschiedenen Filmen. Nur, dass ihr es noch mal seht, hier die Höhe und wie hoch das Dach ist. Und er ist auch ein Stück länger. Das war ein ziemlich kurzes Unboxing heute, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen. Ihr wisst ja, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert, mich weiterempfehlt, die Videos teilt und viele Kommentare schreibt. Ja, und bis bald, bis zum nächsten Video, euer Ceratus 1.